Meine Lieben und einen wunderschönen Freitagnachmittag. Da bin ich wieder. Kaffeezeit und Zeit, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie ihr seht, bin ich wieder hier bei mir in meinem Atelier. Und ja, heute ist so ein Tag, wo ich sage, eigentlich bin ich richtig froh, dass ich hier entspannt im Schatten sitze. Bei mir ist es schön kühl drin. Und oh, hier fliegen schon die Herzchen. Hallo, schön, dass du da bist. es ist schön kühl. Und das finde ich heute mal richtig gut, weil wenn man so im Arbeiten ist und im Schaffen ist, hat man natürlich mit der Hitze draußen noch doppelt zu kämpfen. Aber ich will mich nicht beschweren. Heute fühle ich mich draußen wirklich fast wie in Südfrankreich. Wir haben nämlich auch einen ziemlich starken Wind und das erinnert mich schon so ein bisschen wirklich auch an den Sommer, weil wenn in Südfrankreich der Mistral bläst, der bläst nämlich dann auch mal im Winter und dann kann es halt wirklich auch sein, dass man im absoluten Hochsommer bei 35 Grad Außentemperaturen nicht rausgehen kann, weil einem wirklich alles um die Ohren fliegt. Und so ein bisschen hat mich das gerade eben erinnert, weil wenn hier nämlich der Wind um die Ecke pfeift bei mir, dann fällt meine Schneiderpuppe immer um, die ich draußen vorm Laden stehen habe, damit die Leute wissen, dass ich geöffnet habe. Vielleicht hast du die ja schon mal gesehen, wenn du bei mir warst, dann weißt du, was ich meine. Und jedenfalls hat es gerade wieder geknallt, die Schneiderpuppe ist umgefallen, ich werde die nachher wieder richten, Krönchen richten sozusagen und dann muss sie wieder ihren Dienst versehen. Und das ist aber für mich so ein Zeichen, dass es halt immer ziemlich windig ist dann, weil ansonsten steht die nämlich richtig fest. Ich habe nämlich draußen natürlich auch wieder dekoriert. Jetzt ist endlich wieder schön, die Sonne scheint und ja, die Tische decke ich sowieso jetzt immer draußen. Ich habe ja auch endlich überall die acrylbeschichteten Baumwolldecken liegen. Da brauche ich mir also überhaupt keine Sorgen machen, wenn es jetzt doch mal wieder anfängt zu regnen, wenn es unbeständig ist. Das hatten wir ja die letzten Tage auch. Da war dann immer so das Bangen, regnet es nicht. Aber das lässt mich ja jetzt total kalt. Ich lasse die Tischdecken liegen, ich lasse die Kissen einfach auf der Bank stehen und auf den Stühlen. Und wenn dann der Wind wieder um die Ecke pfeift, dann trocknen die wieder und dann ist wieder alles okay. Deswegen total tiefenentspannt. Außer die Schneiderpuppe fällt um, weil die mag das nicht so gerne. Irgendwann wird die wahrscheinlich mal den Geist aufgeben, deswegen. Aber ich bin drauf gekommen wegen dem Wind. Genau, der Mistral, der weht nämlich dann genauso in Frankreich und da kann man einfach nichts draußen machen. Mein mittlerer Sohn, der hat ja im Hochsommer Geburtstag und es ist echt schon passiert, dass wir eben nicht draußen feiern konnten, weil so ein Wind war. Uns wäre wirklich alles um die Ohren geflogen. Und am Anfang dachte ich immer, dass die hohen Zäune oder die Zäune im Allgemeinen bei den Grundstücken eben wichtig sind aufgrund der Sicherheit und damit nichts passiert. Aber irgendwann habe ich sie echt schätzen gelernt, weil da kann man nämlich ganz schnell die Sachen, die durch die Gegend geflogen sind, wieder einsammeln, weil man weiß, wo sie hängen geblieben sind. Und da musste ich heute dran denken, als nämlich eine Tischdecke durch die Gegend gesegelt ist. Da hatte ich nämlich gerade nichts drauf. Da war nämlich gerade die Blumenvase, die ich mit frischem Wasser füllen wollte. Die war da nicht drauf, um die Tischdecke so ein bisschen schwerer zu machen. Und schwupps war die Tischdecke weg. Da musste ich heute dran denken. Das muss ich euch gerade mal erzählen, weil das war wirklich echt eine süße Sache. Ansonsten gibt es heute, glaube ich, wenn das so weitergeht mit den Temperaturen, den letzten warmen Kaffee, dann steige ich definitiv wieder auf Eiskaffee um. Bei dem Wetter trinke ich den nämlich total gerne. Aber wo ich hier schon am Zeigen bin, heute ist mal wieder Zeigetag. Wir haben uns ja wirklich hier im Atelier lange nicht gesehen. Es ist auch während meiner Abwesenheit unglaublich viel passiert. Also das ist ja das Schöne. Ich habe Urlaub gemacht, habe mich richtig gut erholt und habe viele neue Ideen mitgebracht. Habe ich euch ja letzte Woche schon erzählt. Und ja, währenddessen kamen hier die Pakete an und ich konnte jetzt auspacken die Tage und ja, ich habe ausgepackt, ich habe Bestellungen abgearbeitet, ich habe die Sachen aus dem Online-Shop verschickt und das war natürlich ganz super wichtig, das habe ich ganz schnell gemacht, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und deswegen gab es diese Woche auch noch gar nicht so viel Stories und gar nicht so viel Fotos, weil ich da echt nicht hinterhergekommen bin. Und deswegen ist heute Zeigetag. Das erste habe ich euch schon gezeigt, hier meine neue Tasse. Die habe ich mitgebracht aus Frankreich und zwar habe ich die in Rot und dann gibt es die auch noch in diesem schönen Grau, auch in Frühstücksschüssel, Müslischale oder Kaffeebecher. Und dann gibt es die auch noch in diesem super schönen Mintgrün. Da konnte ich nicht widerstehen, weil ich dachte, wow, das sieht bestimmt super schön aus zu meiner Deko. Ich habe auch gleich ein paar mehr mitgebracht. Also vielleicht geht es euch ja so wie der Kundin, die gestern hier war im Laden. Die hat sich alles angeguckt und hat verschiedene Sachen gesagt, ja, das hätte ich gern und das hätte ich gern, das hätte ich gern. Und irgendwann fing sie dann an, so ein bisschen rumzudrucken und dachte, was hat sie denn? Und
Da hat sie mir erzählt, sie hat eigentlich immer das Pech, wenn sie was schön findet, wenn sie sich was aussucht, dass das meistens die Deko-Stücke im Laden sind. Und ihr Mann, der sagte dann auch, ja, die hat es sogar schon geschafft bei IKEA, die Deko wollte sie gern haben, die natürlich nicht verkäuflich war. Und das ist ja bei IKEA dann schon ziemlich schwierig, weil ich glaube, da ist ja eigentlich fast alles verkäuflich. Und jedenfalls stand sie natürlich vor meinem Geschirr und hatte sich in ein Geschirrset verliebt. So eine französische Kaffeebowl mit einem kleinen Tellerchen und einem etwas größeren Teller dazu und stand halt davor und hat sich gar nicht getraut zu fragen, weil ihr eigentlich schon fast klar war, dass das natürlich die Deko ist, weil das ja bei mir immer alles so schön passend dekoriert ist und arrangiert ist. Und ja, sie war dann total erstaunt, als ich gesagt habe, nein, das ist schon in Ordnung. Also ich kann Ihnen das super gerne verkaufen, wenn Sie das möchten. Weil ich natürlich das öfter habe, dass die Kunden hier stehen und sagen, boah, das Ensemble mit den Servietten und den Sets oder mit der Tischdecke dazu, das passt so schön und genau mit dem Geschirr, so hätte ich das auch gern. Und deswegen habe ich natürlich jetzt hier im Laden viele Einzelstücke natürlich, oftmals Vintage, manche Sachen sind auch neu. Und deshalb habe ich, wie gesagt, auch von diesen Tassen in den verschiedensten Farben und von den Schüsselchen mehr gekauft. Die stehen dann hier auch im Laden und wenn die jemand haben möchte, dann verkaufe ich euch die natürlich sehr, sehr gerne. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte gestern und ich habe die Frau wirklich extrem glücklich gemacht, weil sie nämlich sonst immer so ein Pech hat. Sie verliebt sich halt immer in die falschen Sachen und diesmal durfte sie es mitnehmen. Das fand sie natürlich richtig toll. Für mich war das toll. Ich hatte dann gleich wieder Platz und konnte meine neuen Tassen und meine neuen Schüsseln nah an die Stelle stellen. Das hat nämlich super gut gepasst. Und zwar waren das die Toile de Jouy Tischsets, die blauen, wo das drauf stand. Das war ein blaues Geschirr mit Blümchen drauf, eigentlich auch ein bisschen gemustert. Und jetzt steht halt was Cremefarbenes, ganz Dezentes, passend zum Leinen dazu. Also ich finde immer wieder eine Möglichkeit, das zu dekorieren. Ist also der Platz schon besetzt. Und wie gesagt, wenn ihr mal zu mir kommt ins Atelier, da findet ihr dann ganz viele Einzelstücke, die ihr natürlich sehr, sehr gerne mitnehmen könnt. So, das musste ich euch erzählen, weil das war wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten habe ich ja schon gesagt, es sind unglaublich viele neue Sachen angekommen. Das bedeutet für mich natürlich viel Arbeit, aber ich finde das auch immer total schön. Für mich ist natürlich immer so ein bisschen wie Weihnachten. Ich kann dann die Pakete auspacken und kann ausprobieren. Und bei mir ist ja so, bei mir wird dann immer erstmal alles gewaschen. Gerade was so die Stoffe sind, die wasche ich dann. Und dann fange ich an, Muster zu machen und dann fange ich an, Bilder zu machen. Und dann geht es meistens los, dass das dann natürlich erstmal die Kunden bekommen, die direkt auf Zuruf dann ihre Bestellungen auslösen und irgendwann kommt dann auch was in den Online-Shop. Und hier hinter mir, da seht ihr schon den einen beschichteten Baumwollstoff, den hatte ich euch ja schon in der Story gezeigt und da habe ich natürlich gleich Anfragen bekommen, oh, kannst du mal zeigen, kannst du mal größer zeigen, weil das Foto, warum auch immer, bei mir auf der Terrasse haben die Fotos irgendwie einen Blaustich. Ich weiß nicht, was ich machen kann, ich habe echt schon alles möglich versucht mit meiner Kamera zum Einstellen, aber irgendwie haben die meinen Blaustich. Also in Wirklichkeit, ich zeige euch den mal, ist der nicht blau, sondern der ist wirklich so richtig schön beige und hat super schöne Blümchen. Der sieht richtig, richtig hübsch aus, der Stoff. Und dann gab es noch den hier, den kennt ihr schon. Seht ihr das? Ja, genau. Den kennt ihr eigentlich schon, den habe ich schon in grün und ich habe ihn auch in gelb und ich habe ihn auch in lila. Lavendellila. Und ich finde das Muster so, so schön. Deswegen habe ich den jetzt auch noch in diesem Rot, ja, Pink kann man sagen, habe ich den jetzt auch noch bestellt. Weil, vielleicht habt ihr das ja gesehen, vielleicht habt ihr ja in meiner Story und in den Fotos geguckt, als ich im Urlaub war. Ich hatte den gleichen hier in grün mit, weil ich dachte, das passt halt gut zu Italien. Und hatte dazu einfache weiße Leinenservietten mit Zitronenbestick drauf. Und habe mich einfach überraschen lassen von dem Geschirr, was da im Ferienhaus ist. Und war wirklich positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das grüne Gemusterte, weil es ist ja hier doch schon etwas wilder gemustert. Ah, nee, falsch rum. Etwas wilder gemustert, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das wirklich so flexibel und wandelbar ist, dass ich das alles kombinieren kann. Ich hatte blaues Geschirr, ich hatte oranges Geschirr, ich hatte Vintage-Geschirr. Also ich habe euch das mal fotografiert, ihr könnt ja gerne nochmal zurückgucken in meinem Feed. Da sind wirklich die ganzen verschiedenen Geschirrarten, die es da in dem Haus gab. Die habe ich einfach damit fotografiert und ich fand das unglaublich schön. Was heißt fotografiert? Wir haben es natürlich benutzt und ich habe dann schnell ein Foto gemacht, bevor die Herrlichkeit aufgegessen war.
Ich fand das unglaublich schön, wie flexibel und wie abwechslungsreich man doch diese bunten Stoffe auch mit Geschirr gestalten kann. Deswegen habe ich den anderen noch geordert, weil ich mir das wirklich richtig gut gefallen hat. Ja, das waren die beschichteten Baumwollstoffe. Und dann habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ich Geschirrtücher bestellt habe. Ach, ich glaube, ich habe sogar schon eine Story gemacht. Da habt ihr dann nämlich das erste Essen gesehen, was sozusagen in dem Zusammenhang entstanden ist. Da hat mein Jüngster nämlich Gnocchi mit Tomatensauce gemacht und es sah so lecker aus. Da habe ich gesagt, komm, das muss man dann machen. Weil das Tolle an den Geschirrtüchern ist nämlich, die sind so riesig groß, dass man die eigentlich auch wunderbar als kleine Tischdecke benutzen kann. Und die Geschirrtücher, die habe ich bei einer französischen Firma gekauft und habe ich nicht selber produziert, weil diese Stoffe, die gibt es eigentlich so nicht zu kaufen, dass man die selber nähen könnte. Und letzten Endes muss das ja auch nicht sein, wenn es da Leute dafür gibt, die das machen. Und da habe ich jetzt die ersten Muster bekommen und ich zeige euch einfach mal, was ich hier so habe. Und dann seht ihr auch gleich, wie riesig die sind. Schaut mal. Da gibt es einmal das Motiv Lavendel. Das habe ich ausgesucht. Und dann gibt es hier so ein schönes rotes mit Fruit Rouge drauf. Ja, lecker. Erdbeeren und Kirschen. Konfitüre. Da kriegt man gleich Lust auf Konfitüre, auf frische. Dann gibt es hier einmal das Bistro mit dem passenden Menü dazu. Und dann noch zum Frühstück. Kaffee und Croissant. Die habe ich bestellt, oder ich bin besser gesagt auf den Gedanken gekommen, weil meine nämlich wirklich schon ziemlich ramponiert sind. Ich habe mir ja auch immer wieder neue bestellt oder neue gekauft auf dem Markt, wenn ich in Frankreich war. Und in den letzten Jahren habe ich halt festgestellt, dass die Sachen, die es direkt auf dem Markt zu kaufen gibt, alle aus China kommen. Und wenn ihr mir schon ein bisschen folgt, dann wisst ihr ja, dass ich da überhaupt nicht drauf stehe und dass ich natürlich immer versuche, Alternativen zu finden, europäische Alternativen zu finden. Erstens natürlich, um die Transportwege zu minimieren und zweitens natürlich, um einfach auch ja, die europäische Wirtschaft zu unterstützen, sofern das möglich ist und natürlich dann auch einfach mehr Möglichkeiten zu haben, über den Ursprung der Materialien zu erfahren und einfach so ein bisschen nachhaltiger auch zu sein. Und wie gesagt, mir ist es geglückt. Ich habe die französische Firma gefunden. Sie selber lassen die Stoffe in Portugal fertigen und wohl auch in der Türkei. Und die werden dann konfektioniert in Frankreich. Der Transportweg hält sich also in Grenzen. Und die ersten Waschversuche laufen von den Geschirrtüchern. Die sind jetzt schon in der Waschmaschine. Die werden gleich auf die Leine wandern. Und dann gucke ich mal, wie so das Abtrocknungsverhalten ist. Und dann werde ich mich natürlich dann bei euch melden und werde euch sagen, ob die den Praxistest bestehen oder eben nicht. Weil das ist natürlich total wichtig. Schön abtrocknen müssen sie und sie müssen auch gut bügelbar sein und sie müssen hinterher natürlich auch eine schöne Struktur haben. Das werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Dafür kümmere ich mich dann mal am Wochenende drum. Weil ich habe nämlich, wie gesagt, einige Geschirrtücher, die ich auch zu Hause ersetzen muss. Und dann werde ich mir natürlich auch gleich ein paar kaufen. So, die werde es auch nicht im Shop geben. Ach ja, das wollte ich euch noch sagen. Die beschichteten Baumwollstoffe, da werde ich natürlich dann die Muster auch in den Online-Shop einstellen. Aber jetzt so Tassen oder Geschirrtücher, so Sachen, die werde ich nicht im Online-Shop haben. Also wenn euch da was interessiert, könnt ihr mich gerne anschreiben. Dann kann ich euch Fotos schicken oder wir gehen mal virtuell durch meinen kleinen Laden. Das mache ich, das stelle ich nicht in den Shop, weil ich denke mal, es gibt genug Online-Shops, die verschiedene Sachen anbieten. Und ja, ich möchte halt wirklich einfach die Tischwäsche und die Wohntextilien dann da anbieten. So, was war sonst noch zum Thema zeigen? Ja, ich habe mich einfach inspirieren lassen und habe mal so überlegt, ich möchte euch gerne hier bei mir im Laden so einen kleinen Minimarkt sozusagen anbieten, wenn ihr zu mir kommt, dass ihr das Gefühl habt, als wenn ihr irgendwo über einen Markt schlendert. Natürlich kann ich hier kein frisches Obst und frisches Gemüse anbieten und auch frische Oliven, solche Sachen. Es wird natürlich schwierig. Blumen ist auch schlecht, zumindest zum Verkaufen. Ansonsten wisst ihr ja, ihr seht ja hinter mir, ich liebe frische Blumen und bei mir ist natürlich auch immer alles schön dekoriert mit frischen Blumen. Ansonsten habe ich halt wirklich überlegt, was gibt es so auf einem französischen Markt und werde so versuchen, das nach und nach hier bei mir in meiner kleinen Boutique für euch anzubieten. Das heißt, wir haben dann schon die Geschirrtücher. Wenn sie denn tauglich sind, zumindest diese Marke,
Dann habe ich euch ja schon erzählt, dass es bei mir inzwischen schon diverse Seifen gibt aus Marseille. Dann gibt es Lavendelöl, Geschirr. Was gibt es sonst noch auf Märkten? Taschen und so Sachen. Das habe ich leider auch keinen Platz dafür. Das wird sicherlich auch nicht kommen. Aber ich habe mir noch Gedanken gemacht, dass es vielleicht auch ganz nett ist, wenn man noch ein bisschen was Leckeres zum Schnuckern, zum Apéro oder wie auch immer dazu kaufen kann. Weil letzten Endes ist es ja schön, wenn man die passende Tischkultur hat und wenn man dann noch ein bisschen was hat, was dazu kommt auf den Tisch. Und deswegen habe ich für den Anfang erstmal passend zu den Servietten, ihr wisst ja, die Rosmarin, Lavendel, Thymian Servietten, was ich so habe, habe ich euch ein paar Kräuter mitgebracht. Und zwar so die typischen Kräuter der Provence in der Originalmischung. Und dann gibt es noch Thymian und Rosmarin und Oregano, alles aus der Provence. Das sind so kleine Tütchen. Wenn ihr dann hier seid, kann man dann wirklich ein kleines, schönes, süßes Geschenkpäckchen draus machen. Das habe ich und dann überlege ich noch, ob ich vielleicht noch Olivenöl und ein bisschen von meinem Lieblingsessig hier anbieten werde. Da bin ich aber noch nicht ganz so fertig mit meinen Überlegungen. Also vielleicht wollt ihr mir helfen, vielleicht wollt ihr mir schreiben, ob euch das interessiert, ob ihr das toll finden würdet, ob sich das gut verbinden würde hier, wenn man zur Tischwäsche nicht nur das, was auf dem Tisch liegt, sondern auch das, was man eben essen kann, um wirklich einen richtig schönen Genussmoment zu zelebrieren, ob euch das interessiert, ob das spannend ist, wenn man das einfach hier zusammen im Geschäft kaufen kann. Da bin ich gerade dabei. Ja, und ansonsten habe ich auch schon dieser Tage geschrieben in einem meiner Posts, dass ich jetzt im Juni jeden Tag in der Woche, also von Montag bis Freitag, jeden Tag von 14 bis 17 Uhr hier geöffnet habe, weil bei uns ist natürlich jetzt Sommerzeit, Touristenzeit, es ist unglaublich viel los und da möchte ich natürlich dann auch für euch da sein. Also ich bin jetzt den ganzen Juni von 14 bis 17 Uhr jeden Tag Montag bis Freitag hier. Und ganz ehrlich, habe ich auch immer so viel zu tun, dass ich einfach wirklich richtig arbeiten muss. Ich freue mich auf euren Besuch, weil da könnt ihr mir wirklich live über die Schulter schauen. Gestern waren nämlich auch Kunden hier, die haben mich gerade dabei erwischt, als ich mitten dabei war, die Lavendelsäckchen frisch zu befüllen. Und das hat natürlich dann nochmal extremer nach Lavendel gerochen. Die fanden das ganz spannend, weil dann konnten sie nämlich mal zuschauen, wie die Lavendelblüten so aussehen, die unterschiedlichen Farben der Lavendelblüten, wie sind die aus Deutschland, wir sind die aus der Provence, weil die haben ja dann nochmal eine ganz andere Größe, eine ganz andere Farbe, einen ganz anderen Duft. Da haben wir mal gestern so ein bisschen Lavendelkunde gemacht, weil sich es gerade so passig ergeben hat. Und das fanden sie natürlich ganz toll. Also wenn ihr mal gucken wollt, wie bei mir hier die Produkte entstehen, was ich nähe, wie die große Stickmaschine arbeitet, was beim Zuschnitt wichtig ist, kommt mich gerne im Atelier besuchen. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne mir eine Nachricht schreiben über Google oder über Messenger oder über WhatsApp, wie auch immer, wenn ihr einen anderen Termin haben möchtet. Das hat nämlich auch eine Kundin gemacht, die kam mich am Dienstagvormittag besuchen. Da haben wir vorm Urlaub nämlich schon einen Termin ausgemacht und dann hatte ich natürlich ganz viel Zeit auch für die Kunden. Und ja, wir haben einen tollen Vormittag zusammen verbracht und auch noch gemütlich auf die Terrasse gesetzt, eine Tasse Kaffee zusammen getrunken und das hat mich besonders gefreut. Da mal wirklich Zeit zu haben und die Zeit nehme ich mir natürlich sehr, sehr gerne für euch. Also wenn ihr an den Tagen nicht kommen könnt, sagt mir gerne Bescheid, schickt mir eine Nachricht und dann machen wir einen anderen Termin aus. Ja, das war eigentlich das zum Thema Zeigen. Ach so, was ich noch vergessen hatte. Ihr hattet mich gefragt, letztens hatte ich die Lavendelherzchen La Vie en Rose. Das gibt es natürlich auch in Lila. Da bin ich noch dabei, die fertig zu machen. Die habe ich gestern auch noch nicht geschafft zu befüllen. Da bin ich dabei. Also Lavendelherzen gibt es auch in anderen Röschenfarben, wenn ihr die gerne haben möchtet. Da könnt ihr natürlich gerne Bescheid sagen. Ihr wisst ja, ich mache das immer so, wie euch das gefällt und wie ihr das gerne haben möchtet. Bei den individuellen Bestellungen bin ich nämlich auch gerade dabei und fertige für eine Kundin spezielle Lavendelkissen an. Die zeige ich euch dann, wenn sie verschenkt sind, wenn sie verarbeitet sind. Und ja, da könnt ihr mir auch wirklich eure persönlichen individuellen Wünsche mitteilen. Ich mache dann eure Wunschstickerei drauf oder mit Monogramm oder was auch immer ihr gerne hättet. Da könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und ich gucke, dass ich das dann umgesetzt kriege. Ansonsten, ja, gestern war bei uns Feiertag. Ich hoffe, oder ihr hattet
wenn ihr gearbeitet habt, wenigstens gutes Wetter und gute Laune. Ich hatte zwar einen Feiertag, aber mehr als ein bisschen längere Zeit morgens auf der Terrasse, um den Kaffee zu genießen, habe ich mir dann doch nicht gegönnt, weil ich nämlich so viel zu tun hatte und ich möchte natürlich, dass eure Bestellungen wirklich immer schnell zu euch kommen. Deswegen werde ich heute auch noch ein bisschen arbeiten und am Wochenende muss ich dann aber wirklich mal Pause machen, sonst ist die Erholung vom Urlaub nämlich ganz, ganz schnell wieder hin. Außerdem möchte ich auch gerne mal wieder auf den Flohmarkt gehen, mal gucken, ob sich da was entwickelt am Wochenende. Ich werde mal sehen. Ich habe nämlich richtig Lust, mal wieder irgendwo ein bisschen Geschirr zu stöbern, obwohl ich ja eigentlich ziemlich viel mitgebracht habe aus dem Urlaub. Aber gut, so ist das eben. Ich gucke mal. Meine Schneiderpuppe steht noch. Die Tischdecke ist auch noch nicht wieder vorbeigeflogen. Also es geht jetzt, glaube ich, gerade mit dem Wind. Ich verabschiede mich für heute. Ich habe euch alles erzählt, was los war. Nächste Woche habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast. Da werde ich euch dann ab Anfang der Woche ein bisschen mehr drüber erzählen. Es geht dann wieder nach Frankreich und es geht diesmal nicht in die Provence, sondern an die Côte d'Azur. Ich habe also einen Gast von der Côte d'Azur und einige von euch werden meinen Gast vielleicht sogar schon kennen, nicht persönlich, aber den Namen vielleicht schon mal irgendwo gehört haben, wenn ihr schon länger an der Côte d'Azur seid oder da mal wart oder damit zu tun hattet, ist es durchaus möglich, dass ihr diesen Gast zumindest vom Namen her schon kennt. Also bleibt gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden in den Stories, wer da kommt und was euch erwartet. Ich freue mich schon super auf das Gespräch, weil es sicher unglaublich interessant wird. Ich verrate schon mal so viel. Mein Gast ist eine Kennerin der Côte d'Azur, die schon ganz, ganz lange an der Côte d'Azur lebt, die unglaublich viele Kontakte da hat, die sich richtig, richtig gut auskennt. Und wenn ihr Fragen habt rund um die Côte d'Azur, alles was so Reisen angeht, was Tourismus angeht, was Events angeht, was auch immer, die könnt ihr gerne mir schreiben und die kann ich ihr dann stellen, weil sie sich wirklich richtig gut auskennt. Aber dazu erzähle ich euch die Tage dann auch nochmal mehr. Ich freue mich nämlich schon richtig auf nächsten Freitag. Das wird wieder ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal ein super schönes Wochenende. Das Wetter soll ja richtig knackig warm werden. Und erholt euch gut, ruht euch schön aus. Trinken nicht vergessen. Ihr wisst ja, wenn es jetzt heiß wird, muss man wieder richtig viel Wasser trinken. Oder mal einen Aperol Spritz oder so. Also mal gucken, was da so geht. Habt ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Und wir sehen uns nächsten Freitag zu den nächsten Nähkästchenplaudereien. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne schon stellen. Salut, ihr Lieben, bis nächsten Freitag!